Was geht ab, Leute? Jo, was geht ab? Euer Wowa hier von Food for Life. Heute habe ich wieder meinen Freund dabei, den Samson. Und heute geht es um ein Thema, was relativ viele von uns betrifft. Mich zum Glück nicht, denn Samson hat es betroffen. Mittlerweile hat er das hinter sich. Es geht heute um Allergien. Mittlerweile hat ungefähr ein Drittel in Deutschland irgendwelche Allergien, sei es Pollenallergie, Tierhaarallergie oder Hausstauballergie. Ja, mittlerweile habe ich jetzt gestern noch gelesen, um die 30 Millionen in Deutschland, sogar mittlerweile mehr als ein Drittel. Ja, du hast dich ja ein bisschen intensiver mit dem Thema beschäftigt. Woran liegt das? Das hat viele Ursachen, also auf verschiedenen Ebenen. Die erste und wichtigste Ebene ist auf jeden Fall die Ebene des Körpers, das heißt der Vergiftung. Mhm. Und es gibt da viele hunderte Studien zu, aber wenn man das Ganze mal ein bisschen zusammenfasst und was ich mir da raus interpretiert habe und was auch bei mir funktioniert hat, dann ist es auf jeden Fall der Punkt, dass Giftstoffe in unseren Körper gelangen, ja, sei es durch Ernährung, sei es durch die Luft. Mittlerweile kann man sogar auch die Strahlung dazu zählen. Und das in Kombination mit den Pollen, mit den Gräsern, mit den Tierhaaren. Und ich hatte wirklich praktisch alle von diesen Allergien. Das heißt, ich hatte also die drei, die drei größten Allergien. Und teilweise hatte ich sogar auch, das habe ich aber nicht messen lassen, Allergien gegen bestimmte Nahrungsmittel. Mhm. Aber gegen die drei häufigsten Allergien habe ich mich testen lassen und war auch bis vor 2 Jahren da noch positiv getestet zu allen Allergien. Und krass. Die häufigste Ursache ist definitiv, sind die Giftstoffe, die in unserem Körper lagern. Und da gibt es dann genaue Wirkungsmechanismen, die dann in unserem Körper ablaufen und dadurch diese Allergien ausgelöst werden. Ich glaube, das muss ich jetzt hier nicht unbedingt erklären. Es geht auch meiner Meinung nach gar nicht darum, dass man das genau versteht, wie die Abläufe sind, sondern eher versteht, warum, wodurch es ausgelöst wird und wie man das Ganze auch ohne Medikamente wieder los wird. Ja, du hast Strahlung in den Raum geworfen. Um was für eine Strahlung geht es da? Es geht um die ganze Strahlung, die mittlerweile uns umgibt. Ja, da ist hier die Handystrahlung. Weg damit. Ja, genau, weg damit. Ihr seht schon wieder, der Hut ist auf. Der gute Aluhut. Und ja, dann, wie gesagt, also Handystrahlung, WLAN-Strahlung. Wir sind überall umgeben mittlerweile von technischen Geräten. Ja, wenn man sich mal in so ein Auto setzt, das ist eigentlich komplett nur noch, besteht nur noch aus irgendwelchen kleinen Mikrochips, und das sind alles so Dinge, die wirken auf unseren Körper ein, die sehen wir nicht, die fühlen wir jetzt nicht direkt, aber sie haben eine definitive Auswirkung, und unser Körper muss natürlich versuchen, damit klarzukommen, und da ist unter anderem natürlich auch die Ursache, dass dann irgendwelche Allergien entstehen, wobei ich das jetzt nicht als höchsten Grund ansehen würde, ja, sondern einfach nur als einen Teilaspekt. Ich denke, die Gifte, wirklich diese physischen Gifte, die in unserem Körper gelangen, die sind so die Hauptursache. Also Gifte, die wir zum Beispiel über schlechte Ernährung aufnehmen. Unter anderem, ja. Oder durch die Atemluft, durch das Wasser. Ja, ja. Autoabgase wären wahrscheinlich auch ein Thema. Unter anderem, ja. Ja. Schwermetalle, die damit auch, die oft an diese kleinen Partikel, die wir einatmen, durch die Autoabgase auch gebunden sind, spielen wahrscheinlich auch eine große Rolle. Genau. Und es gab auch noch eine Studie, die hatte ich mir vor ein paar Jahren durchgelesen, dass Kinder oder Menschen, die auf dem Land leben, eher weniger die Allergien haben als die in der Stadt. Ja. Das wissen ja auch viele. Jetzt ist die Frage, warum das so ist. Und da gab es eine Studie, die gezeigt hat, dass die Pollen bzw. die diese Staubkörner oder was auch immer dann der angebliche Auslöser sind, die in Verbindung mit den Staubpartikeln bzw. mit den Giften, mit den Schwermetallen, diese Allergie überhaupt erst zum Auslösen bringen. Ja? Das heißt, wenn du normal in einem auf dem Land aufwächst und da gibt es nicht so viele Autoabgase, nicht so viele Gifte, und du diese Pollen einatmest, und so war es auch bei mir komischerweise, ja, ich kam aus Griechenland, ja, ich bin dort in einem kleinen Dorf aufgewachsen,
Und da gab es natürlich jetzt nicht so eine große Feinstaubbelastung. Und als ich nach Deutschland gekommen bin, hatte ich direkt diese Allergien, also so 2 Jahre danach und dann auch gleich alle auf einmal. Ja, krass, auf jeden Fall interessant. Und ich habe gestern auch noch mal ein bisschen was darüber gelesen und da stand auch, dass Impfungen zum Teil auch Allergien auslösen können. Jetzt habe ich hier ein großes Wort in den Raum geworfen, da wird wahrscheinlich die Monetarisierung für das Video gesperrt, ja. Aber das ist mir in dem Falle egal, weil wir wollen ja den Menschen helfen und nicht irgendwie hier nur an das Geld bei dem Kanal denken. Also kennst du dich damit auch aus? Ja, ich meine, das ist ja mittlerweile ein sehr, sehr großes Thema. Da beschäftigen sich sehr viele Leute damit, mittlerweile auch Ärzte, das ist wirklich gut. Also das heißt jetzt nicht nur die sogenannten Verschwörungstheoretiker oder wie auch immer man sie gerne nennen möchte. Ja. Das ist ja auch immer so ein Wort, das man gleich um sich schmeißt. Ja, da wird man schnell in die Ecke gedrängt, wenn man sich mit solchen Themen beschäftigt. Ja. Genau, genau. Und nee, mittlerweile auch wirklich Ärzte und auch große Kliniken beschäftigen sich damit. Und ja, es ist so, dass in diesen Impfstoffen selbst auch Schwermetalle drin sind. Aluminium zum Beispiel. Genau, und das sind ja auch wieder diese Gifte, von denen ich geredet habe, als Überbegriff Gift, ja. Einfach nur, um das Ganze mal in ein Wort zu packen. Ja. Und die sind dann natürlich auch ein Auslöser dafür, die sich dann wiederum in unserem Körper festsetzen, an gewisse Rezeptoren gehen und dadurch diese Allergien auslösen. Also um es jetzt mal ganz grob zu sagen, ich möchte hier jetzt auch nicht wirklich genau ins Detail gehen. War mir auch nie so besonders wichtig, weil da gibt es immer Studien, bei jedem Thema gibt es 1000 Studien hier, 1000 Studien da. Ja? Und dann kann man sich dann in diesen Studien verlieren und sagen, nein, meine Studie ist richtig oder nee, meine Studie ist richtig. Und im Endeffekt hast du trotzdem noch die Allergien. Also das ist mir im Endeffekt egal gewesen. Ich wollte einfach nur, dass das Zeug weggeht. Also, dass die Allergien nicht mehr auftreten, und das ist mir definitiv gelungen jetzt in diesem Jahr. Zum ersten Mal hatte ich es geschafft, dass eigentlich praktisch alle meine Allergien von Tierhaar bis zu Pollen bis zu Milbenallergien, also eine Hausstauballergie, aber auch vom Darm her. Ja, der Darm hat ganz, ganz viel zu tun auch mit Allergien, und auch, ja, auch da sind meine Allergien praktisch komplett weg mittlerweile. Allerdings gab es da jetzt in letzter Zeit noch mal so einen kleinen Aufschwung. Ja, machen wir mal eins nach dem anderen. Halt, stopp! Jetzt reicht es! Also genau, jetzt das reicht, glaube ich, erstmal so zu dem Hintergrund, weshalb Allergien überhaupt auftreten können. Ja. Und gerade in unserer, sage ich mal, belasteten Umgebung jetzt in der westlichen Welt, vielleicht auch durch Autoabgase, schlechtes Essen, Fastfood-Essen und so weiter, Impfungen, fast jeder ist ja mittlerweile geimpft. Ja, wie schlimm war das denn bei dir? Wie haben sich die Allergien so gezeigt? Also es war so, dass ich schon als Kind das sehr stark hatte. Also es waren nicht sehr, sehr extrem starke Allergien. Also es war jetzt nicht so, dass ich ja, überhaupt keine Luft mehr bekommen habe oder ja, einfach dann irgendwelche Anfälle bekommen habe, dass es wirklich lebensbedrohlich war. Mhm. So schlimm war es bei mir nicht, aber es war doch so, dass ich dann sehr, sehr viel niesen musste. Dass meine Augen gejuckt haben und getränt haben, und ja, was gab es noch für Symptome? Ein sehr lustiges Symptom, ich hatte immer so ein Jucken bei mir hinten im Rachen, und dann habe ich dann immer so ein Geräusch gemacht. Ich kenne dieses Geräusch noch. Ihr kennt dieses Geräusch, ich zeige es euch mal ganz kurz, und zwar so. Ich weiß nicht, ob man das hört, das hört sich an wie so ein Schwein, das grunzt so ein bisschen. Ja, ich kenne das noch, das hast du früher immer gemacht. Das habe ich früher immer gemacht, warum? Weil es im... ja, wirklich im hinteren Halsbereich die Haut anfängt zu jucken, und dann kann man das durch dieses Geräusch sozusagen, kann man wie eine Art Kratzen verursachen. Und ich habe bisher auch nur einen Menschen getroffen, der das genauso macht wie ich, sonst bisher noch keinen. Aber ja, das waren so ein bisschen die Symptome. Teilweise waren die sehr heftig und die auch über das ganze Jahr verteilt natürlich bei mir, weil ich hatte ja alle möglichen Allergien, also gegen fast alle Blüten, Pollen, dann, ja, dann hatte ich den Sommer rum, und dann kam es in den Winter, dann hatten wir eine Bodenheizung, dann ist der Staub aufgewirbelt, und dann hatte ich natürlich auch den ganzen Winter. Also das heißt, bei mir war es eigentlich das ganze Jahr über, dass ich immer irgendwie niesen musste, eine volle Nase hatte, die Augen mir getränt haben,
Und das war für mich eigentlich normal. Die meisten Leute haben mir dann immer, dann war ich schon allergisch, ehrlich gesagt, gegen Leute, die mir Gesundheit gewünscht haben. Da habe ich mir gedacht, ey, das hilft nicht, wenn du mir Gesundheit wünschst. Das ist auch nicht, dass ich krank bin, sondern es war einfach nur so, dass es einfach ein Dauerzustand war bei mir. Ja, das hilft nicht, wenn ihr alle Gesundheit wünschen. Da muss man auf jeden Fall was dafür tun. Und was hast du denn dann dafür getan, dass es weggeht? Ich war ehrlich gesagt nie der Freund von Medikamenten, nie. Ich habe auch nie früher Medikamente genommen, weil ich mir gesagt habe, es bringt meiner Meinung nach eh nichts. Und ich habe schon irgendwie so eine Ahnung gehabt, dass das Zeug eh nur Gifte sind und diese Symptome runterdrückt, aber mit der wirklichen Ursache nichts zu tun hat. Mhm. Ich hatte mich am Anfang schon damit abgefunden, habe halt gesagt, okay, manche haben die Allergien, manche nicht. Dann habe ich so ein bisschen mitbekommen, okay, das liegt vielleicht an der Stadt, ja. Also hatte diese Studie gelesen, aber... und hatte sogar ein, zweimal so Tabletten genommen. Da gibt es ja so Tabletten, die du in der Apotheke kaufen kannst. Die haben jetzt nicht wirklich geholfen und ich wollte da auch nicht die nehmen, weil ich mir gedacht habe, so, ich habe damit eigentlich ganz gut gelebt. Es war jetzt nicht so, dass ich die Mega-Probleme hatte, aber es war auf jeden Fall nicht angenehm. Und ich weiß noch, dass ich letztes Jahr im Oktober habe ich in einer alten Wohnung von mir einen Teppich rausgerissen und das war ja für mich so die absolute Hölle. Wenn ich sowas gemacht habe, also einen alten Teppich mit diesen ganzen alten Staubpartikeln, da habe ich mindestens 30 oder 40 Mal hintereinander genießt. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr so Menschen, die einfach ohne Unterbrechung niesen, die können nicht mehr aufhören und genau so jemand war ich. Und wenn es bei mir einmal angefangen hat, dann ging das so wirklich 30, 40 Mal hintereinander ohne Ende. Nieses 12.000 times a day. Ja, das kenne ich noch, als wir deinen Schrank bei dir umgeräumt haben und den einfach von A nach B verschoben haben und du dich dann nicht mehr einkriegen konntest und nur noch genießt hast. Genau, und genau, was hast du denn, also wie bist du das angegangen, wie hast du dich informiert, wie hast du erfahren, dass es da andere Wege gibt oder kam das dann zufällig als Nebeneffekt, weil du hast ja deine Ernährung umgestellt, hast du erzählt. Ich habe letztes Jahr im Oktober habe ich meine Ernährung umgestellt, allerdings nicht primär wegen den Allergien, sondern da ging es eher bei mir um diese Darmkrankheit. Ah ja, da hast du ja auch ein Video zu gemacht. Da habe ich auch ein Video zu gemacht. Ja, das können wir hier verlinken. Genau, das können wir verlinken. Das könnt ihr euch nochmal auf meinem Kanal angucken, was das genau war. Das war so die primäre Ursache sozusagen, wo ich gesagt habe, jetzt stelle ich meine Ernährung um und hatte am Anfang angefangen mit den grünen Smoothies. Die waren auch schon ganz gut. Allerdings hatte ich jetzt bei den Allergien, da müsste ich jetzt überlegen. Ich glaube, die hatten sich schon ein bisschen verbessert. Okay. Ja? Allein durch die grünen Smoothies? Allein durch die grünen Smoothies hatten die sich schon verbessert. Also letztes Jahr hatte ich schon weniger Symptome, als ich jetzt davor hatte in den Jahren. Also das hat schon mal ein bisschen was gebracht. Und dann habe ich ja letztes Jahr im Oktober habe ich angefangen, diese Rohkost-Challenge durchzuführen. Mhm. Das bedeutet, ich habe 2 Monate mich komplett roh vegan ernährt und dann hatte ich ja kurz davor hatte ich das mit diesem Teppich gemacht. Ja, das war so einfach eine Szene, wo ich genau wusste, okay, da muss ich anfangen zu niesen, da drehen mir wieder die Augen. Und dann im Frühjahr, also dieses Frühjahr, als ich dann schon so, was waren das, da habe ich 4 oder 5 Monate Rohkost gegessen hatte und auch Darmreinigung. Also dich nur roh vegan ernährt. Mich nur roh vegan ernährt, nochmal klarzustellen. Also roh pflanzlich, genau. Ja. Und auch gesund rohpflanzlich, das sollte man vielleicht auch noch mal ein bisschen darstellen. Also keine Gourmet-Rohkost. Genau, nicht nur Gourmet-Rohkost oder nur Nüsse und Datteln, sondern auch viel Grünzeug. Da war es so, dass ich dann im Frühjahr, da hatten wir dann einen anderen Raum, wollten wir den Boden verlegen. Also im Herbst war der erste Raum dran. Und da hatte ich wirklich noch diese starken Symptome. Mhm. Und im Frühjahr war dann der nächste Raum dran. Und der war sogar noch wesentlich größer und da waren dann auf einmal die Symptome komplett weg. Also das heißt, ich habe diesen Teppich rausgerissen. Im Herbst hatte ich sogar mir noch so eine Maske aufgesetzt, damit ich diesen Staub nicht abbekomme. Das hatte nichts gebracht. Ich musste trotzdem niesen. Mir kamen die Tränen. Ja. Auch nicht so krass. Also ich weiß, dass es in den Jahren zuvor noch teilweise schlimmer war. Da hätte ich das nicht mehr machen können. Aber dann im Frühjahr, dieses Frühjahr war es so, dass gar keine Symptome mehr da waren. Und das Interessante war, die sind dann auch über den ganzen Sommer, also das heißt über die ganze Zeit, wo dann immer wieder verschiedene Gräser und Pollenblüten durch die Luft wirbeln, sind die nicht mehr, waren die nicht mehr da. Heftig. Das heißt, wie lange hat es ungefähr gedauert, bis der Effekt kam? Du hast es wahrscheinlich auch nicht sofort gemerkt, ja?
du hast ja erst dann den Boden verlegt, nach einem halben Jahr ungefähr, als es schon... Es waren knapp 4 Monate. 4 Monate sogar? Ja, ja. Krass, krass. Das heißt, nach 4 Monaten hast du gemerkt, dass die Allergien sind. Einfach ja. verschwunden sind, ja? Beziehungsweise ich habe nichts mehr gemerkt. Ja. Ja, krass. Wie hat es denn funktioniert? Also was sind die Prozesse im Körper? Welche Prozesse sind da abgelaufen? Kannst du da auch auf der Ebene vielleicht noch irgendwas zu sagen? Ja, definitiv. Also es ist so, dass auch heutzutage schon viele Leute in die Richtung gehen, den Körper zu entgiften. Ja, dann fangen ja viele an mit Themen wie Spirulina oder Chlorella. Ja. Ja. Detox ist ja Detox. In allem Munde, genau, überall genau. So gibt es Detox-Tee, Detox irgendwelche Pülverchen. Genau. Ja. Und das hatte ich schon mal vorher gelesen in dem Jahr. Und da hatte ich auch einen YouTuber gesehen, der gesagt hat, ja, ich habe das dann versucht, meine Allergien durch Spirulina wegzubekommen. Und, genau, Spirulina hilft ja auch sehr gut bei Allergien, habe ich jetzt auch letztens nochmal gelesen. Jetzt ist die Frage, warum? Ja. Das ist die Frage, warum? Ja. Und da kann ich definitiv sagen, was meine Meinung dazu ist und wie das Ganze funktioniert. Also erstens mal hast du wirklich ganz viele Komponenten von Giftstoffen, die auf dich einwirken und die du schon in deinem Körper über die Jahre hast. Das heißt, du kannst dir natürlich ein bisschen Spirulina-Pulver reinhauen und dann geht deine Allergie vielleicht ein bisschen weg. Ja, und natürlich bringt es nicht besonders viel, weil es einfach nur eine geringe Menge ist. Mhm. Und diese geringe Menge kann ich die ganzen Giftstoffe raushauen. Kurzer Einwand an dieser Stelle. Als Samson und ich uns im Nachgang das Interview nochmal angeguckt haben, haben wir gemerkt, dass wir Spirulina zu negativ dargestellt haben. Das war nicht unser Ziel, das wollten wir so nicht. Das kam vielleicht ein bisschen falsch rüber. Wir sind beide von Spirulina sehr überzeugt. Das hilft auf jeden Fall bei Allergien, gegen Allergien anzukämpfen, weil es eben diese Giftstoffe an sich bindet und dabei hilft, sie auszuleiten. Wir nehmen das auch beide. Die eigentliche Message davon sollte sein, Spirulina ist gut, Spirulina ist super, es kann auf jeden Fall helfen, aber es bringt nichts, wenn man nur Spirulina nimmt und weiterhin jeden Tag zu Burger King geht zum Beispiel. Das sollte eigentlich unsere Message sein. Aber wie gesagt, Spirulina ist ein Top-Produkt. Wir sind beide davon total überzeugt und ich drehe auf jeden Fall noch ein anderes Video zu Spirulina, wo es nur um Spirulina gehen wird. Auf jeden Fall wollte ich das an dieser Stelle nochmal klarstellen. Und weiter geht's mit dem Interview. Das heißt, einer der wichtigsten Faktoren war meiner Meinung nach die Darmreinigung, ja, weil im Darm sitzen sehr, sehr viele Gifte und auch sehr, sehr viele Parasiten. Alte Rückstände, die diese Gifte noch enthalten und die wieder in den Kreislauf zurückkommen sozusagen. Das heißt, dich immer wieder neu vergiften. Du kannst dir natürlich dann dieses Spirulina-Pulver geben oder was auch immer, aber es wird keinen großen Effekt haben, ja. Und der Grund bei mir war, dass ich einfach meinen Körper komplett entgiftet habe, ja. Und da war wirklich die Darmreinigung einer der wichtigsten Sachen und natürlich die Rohkost. Das heißt, gesunde Rohkost, die gleichzeitig durch die grünen Säfte, durch die grünen Smoothies meinen Körper entgiftet hat und die Gifte aus meinem Körper ausgeleitet hat. Und dadurch, wie auch diese Studie schon damals beschrieben hat, sind die Gifte nicht mehr in meinem Körper tun zusammen mit den Pollen auch nicht diese Allergien auslösen. Ganz einfach. Das heißt, die Studie und auch die Studien, die es dazu gibt, haben genau das beschrieben, was bei mir passiert ist, wenn ich es mir jetzt so im Nachhinein überlege. Ja, es ist nämlich so, dass der Körper sehr intensiv auf Pollen zum Beispiel reagiert, nicht weil es Pollen sind, sondern weil er sich willkürlich irgendwas aussucht, weil er einfach schon von so vielen Giften befallen ist, genau. Und dann ist das Immunsystem quasi überfordert sozusagen und dann werden irgendwelche kleinen Partikel im Körper angegriffen, die dem Körper eigentlich nichts Böses wollen. Rezeptoren, genau. Zum Beispiel wie Pollen oder Hausstaub, Milben und so weiter, ja. Und genau das tun ja die grünen Säfte oder jetzt Spirulina. Die binden ja diese Giftstoffe, die im Körper vorhanden sind, zum Beispiel von schlechtem Essen, irgendwelche Schwermetalle, Aluminium und leiten sie dann aus. Und so kann das Immunsystem sich wieder, sage ich mal, auf die wichtigen Sachen konzentrieren, für die das Immunsystem tatsächlich auch da ist, nämlich die richtigen Gifte aus dem Körper ausleiten und nicht irgendwelche Gifte, nicht irgendwelche Pollen, die eigentlich keine Gifte sind. So ähnlich würde ich das sagen. Im Endeffekt sind das alles Gifte, ja. Es sind alles Gifte in unserem Körper. Das Problem ist nur, wie viele sind es. Also, wie sagt man immer, die Dosis macht das Gift und genauso ist es bei uns im Körper auch. Das heißt, umso mehr Gifte wir im Körper haben, umso wahrscheinlicher ist es, dass wir irgendwelche Allergien oder Krankheiten entwickeln.
Ja? Und wenn die aus unserem Körper mal komplett ausgeleitet werden, und das wirklich das Zentrum ist einfach der Darm, da kann man natürlich entweder mit Darmspülungen oder aber auch mit einem hohen Rohkostanteil, das bedeutet vielen Smoothies, viel Ballaststoffe, rohe Ballaststoffe natürlich am besten, kann man da helfen, diese ganzen Giftstoffe aus dem Körper auszuleiten, beziehungsweise erstmal aus dem Darm auszuleiten, weil der Darm ist sozusagen wie die Müllhalde bei uns im Körper. Da werden alle Giftstoffe irgendwie eingelagert, ja, die werden dann dort an der Darminnenwand gelagert und gelangen immer wieder in unseren Körper, immer und immer wieder. Und wenn der nicht sauber ist, dann können wir natürlich uns Spirulina oder sonst irgendwas geben, das holt es dann aus unserem Blut raus, leitet es wieder in den Darm ein, aber das bringt halt nicht besonders viel, weil das ist dann auch nur so ein kurzzeitiger Effekt. Sobald die großen Giftmassen, es geht immer um die Massen, das ist auch das Wichtige, auch genau bei der Rohkost selbst, es geht um die Masse. Ja, wenn du einen Apfel am Tag isst, ist ein Unterschied, wie wenn du 5 Äpfel am Tag isst. Ist ja eigentlich ganz logisch, aber ja. Viele wollen es einfach nicht wahrhaben. Die sagen dann, nee, Rohkost ist voll der Schwachsinn, du musst es ja nicht komplett durchführen, du musst ja nicht zu 100% es durchführen, sondern einfach nur die Masse nehmen und dann die gut schmeckenden, normalen Nahrungsmittel oder normalen Gerichte, die man so als normal anerkannt hat oder anerkennt für die meisten, die kann man sich dann ab und zu mal gönnen, ja, so als, man isst ja auch nicht jeden Tag eine Pizza, also es gab bei mir Zeiten, wo ich das gemacht habe, ich glaube, da waren die Allergien auch ganz weit oben, aber es geht einfach nur um die Masse und bei den Giften ist es genauso. Ja, sehr interessant. Und du hast mir noch erzählt, dass du das quasi mehr oder weniger unfreiwillig nochmal getestet hast. Du hast ja dich jetzt in letzter Zeit nochmal so einen Monat lang oder 2 Monate lang wieder normal ernährt, also wieder von Junkfood, auch wieder Pizzen gegessen. Alter. Und hast ja gemeint, dass die Allergien sogar zum Teil wiedergekommen sind. Richtig, richtig. Das war sehr interessant, weil ich habe jetzt das Ganze nicht unbedingt freiwillig gemacht, das muss ich auch sagen. Ich hatte ziemlich viel Stress, bei mir war auch privat sehr viel los. Und da war es so, dass ich einfach für eine gewisse Zeit darauf verzichtet habe, diese 100%ige Rohkost durchzuführen. Das ist ja auch das, was ich nicht unbedingt jedem empfehlen würde, steigt jetzt auf 100% Rohkost um, sondern macht einfach mal einen großen Teil. Die Sache war bei mir, ich bin immer so ein Typ, der Dinge zu 100% oder gar nicht durchzieht. Ja, und ich kann dann so ein Zwischending, das ist für mich dann schwierig. Ja, wenn ich dann aus der Rohkost rauskomme und esse dann ein Stückchen Schokolade, dann geht es bei mir nicht. Dann möchte ich die ganze Schokolade essen. Weil dann merke ich auf einmal, boah, wie süß das ist, wie viel Geschmack da drin steckt. Das merkt man nämlich vorher gar nicht. Man isst die ganze Zeit das Zeug und es schmeckt einem gar nicht. Man sagt dann, ich will jeden Tag ein anderes Gericht, weil die Geschmacksnerven total tot sind. Die merken das überhaupt gar nicht mehr, was da alles für eine Geschmacksexplosion im Mund stattfindet. Und bei mir war das dann so, dass ich dann jetzt über einen Monat, mittlerweile schon fast 2 Monate, teilweise sehr, sehr intensiv, nur noch wirklich Schrott gefressen habe. Und Weißmehl, also Brötchen und Zucker, Schokolade, Kuchen, also alles, was man halt so, das war auch ein bisschen sehr übertrieben. Ich sag mal, das ist jetzt nicht der Normalfall, ja. Das habe ich auch nicht früher andauernd gegessen. Ja, aber es gibt viele, die ernähren sich nur so. Genau. Und ich hatte auch wirklich lange Phasen in meinem Leben, wo ich mich so ernährt habe. Aber es war dann so, dass dann ich gemerkt habe, dass wieder die Augen getränt haben, dass wieder dieses Jucken im Hals stattgefunden hat und so weiter und so fort. Und das Ganze ist wirklich teilweise wieder relativ stark geworden. Also jetzt nicht so stark wie damals, aber ich habe es doch wieder definitiv gemerkt. Und es ist wieder zurückgekommen, nachdem ich mich jetzt über 1,5 Monate relativ ungesund ernährt habe. Und ich merke doch langsam, dass es auch wieder zurückgeht, weil ich jetzt wieder angefangen habe, mich hin zu 100% Rohkost zu bewegen. Ja, das ist auf jeden Fall der Beweis, da sieht man auf jeden Fall, was Ernährung alles bringen kann. Weil mir hat Rohkost natürlich auch sehr viel gebracht. Und immer wenn mich irgendjemand fragt, ja, warum machst du das eigentlich? Oder was hast du denn davon? Hast du irgendwelche Vorteile schon davon erlebt? Und ich dann anfange aufzuzählen, was sich bei mir getan hat, dann sagen die, ja, aber das kann doch nicht sein, dass es nur an der Ernährung liegt. Ja, es liegt nicht alles nur an der Ernährung, aber es macht auf jeden Fall einen riesengroßen Teil aus. Ja. Und viele wollen es dann einfach nicht wahrhaben. Die denken dann, das kann doch nicht sein, dass du auf einmal irgendwie besser riechen kannst oder andere Gerüche anders wahrnimmst, was mir auch vorher nie aufgefallen ist, genau. Aber
Das ist zum Beispiel eine Sache, die sich bei mir getan hat. Und du hast ja quasi dann so einen Test gemacht. Ja. Vielleicht nicht ganz freiwilligen Test. Ja, und hast dann gemerkt, okay, jetzt kommen die Allergien wieder, wo man eigentlich direkt sagen kann, womit das ja zusammenhängt, was ja auf jeden Fall in deinem Fall mit der Ernährung zu tun hat. Genau. Und ich denke, das hat es auch bestätigt sozusagen. Ja. Es hat genau die Studien bestätigt und das, was die Studien so bis heute zusammengetragen haben. Ja. Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Also was auch noch sehr wichtig ist, dass natürlich, wie er jetzt auch eben gesagt hat, nicht nur die Ernährung der Auslöser für die Allergien ist. Es gibt da auch noch einen sehr, sehr wichtigen Aspekt bei jeder Krankheit und das ist die, ja, die psychische Ebene, die geistige oder die psychische Ebene. Und auf dieser Ebene entstehen auch noch sehr viele Allergien. Das heißt, damit hängt es auch zusammen. Das ist ganz wichtig zu beachten. Ich möchte hier und du auch nicht irgendwas plädieren, dass nur die Ernährung damit zu tun hat, ganz sicher nicht. Ja. Aber wir hatten ja auch die Strahlung noch erwähnt, aber wirklich ein ganz wichtiger Aspekt ist auch noch die Psyche und dort kann man auf jeden Fall auch noch ansetzen, wenn man jetzt nach dem Ganzen, nach der Körperentgiftung immer noch Symptome haben sollte. Oder man macht es umgekehrt, man fängt erst mit der Psyche an, aber das bleibt dann auch jedem selbst überlassen, wie er das gerne machen möchte. Und dann sollte man einfach schauen, wie bei allen, bevor man sich 1000 Studien durchliest und sich auf irgendwelche Seiten verschlägt, einfach mal austesten. Einfach testen, ja. Einfach mal gucken, was funktioniert. Ich kann hier nur sagen, das, was bei mir funktioniert hat, und es hat definitiv funktioniert. Ich habe es ja sogar rückwirkend dann auch wieder für mich erfahren, dass es wirklich damit etwas zu tun hat. Ja. Also das kann ich euch auch noch mit auf den Weg geben. Informiert euch auf jeden Fall darüber. Schaut euch auch alternative Möglichkeiten an, wie man Allergien auch nachhaltig bekämpfen kann und nicht nur Symptome unterdrücken, wie es ja leider die meisten Medikamente nur tun. Genau. Ja, informiert euch da auf jeden Fall weiter und denkt auch einen Schritt weiter und vor allem probiert es aus. Ja, probiert es aus und guckt mal, was bei euch da rauskommt. Und was einen Effekt hat und dann sagt uns da auf jeden Fall Bescheid. Das wird uns auch sehr interessieren. Genau, und schreibt es in die Kommentare, ob ihr irgendwelche Allergien habt, ob ihr irgendwie erfolgreich dagegen vorgegangen seid und wenn ja, wie, wird uns auf jeden Fall interessieren. Vielleicht könnt ihr uns ja auch noch ein paar Tipps geben. Ich hatte zum Glück jetzt keine Allergien, aber der Samson zum Beispiel, ja, wir würden auf jeden Fall auch von euren Tipps wahrscheinlich profitieren. Gerne, ja. Und ja, dann bedanke ich mich bei dir für das tolle Interview. Ja, ich danke dir. Dann, genau, ich verlinke nochmal seinen Kanal unten in der Videobeschreibung und hier oben auch auf jeden Fall nochmal. Schaut auch da nochmal vorbei. Der Samson bringt auch immer spannende Videos raus über Ernährung, auch über das Bewusstsein, ja, auch über den Sport, über allgemein so ein bisschen das Leben zu optimieren, ja. Ja, also schaut da auch auf jeden Fall vorbei, ist ein cooler Kanal, cooler Channel und ja, in diesem Sinne, bleibt gesund und bis bald. Ciao.